Ja, servus. Grüezi und hallo. Wie geht es euch? Peace. Schönen guten Abend. Scheiß Teamspeak ist abgeschmiert, deswegen muss ich eben reconnecten. Mugitech, was geht ab? Was geht, Nicole? Grüß dich, schönen guten Abend. Oh, die Katharina ist auch da. Peace. Ja. Nein, nicht gegens Auto treten. Ah, Gemma, Raffi, peace. Bruce Wayne, oder? Big boy paddock in a skelly. Paddock. Sit ring tones on a celly. You did your ice wrong, go to Elliot. Ice. Splash on the wrist, J Reddit. I got a bag of drugs, no medic. These niggas drinking on straight. Oh, geh auf, bitte. Ich will nicht mein Auto zerkratzen. Nein, will ich einfach nicht. Danke. It'll lock up if you wet it. Chopping it all like machetes. Swerve on the junction spaghetti. Come to the north if you ready. If Seth said he said it, I said it. If Tay said he said it, I said it. Shoot for my niggas like Billy. Shoot for my niggas like Billy. Ice tray on nigga flooded. Ice, ice, ice. Yeah. If a nigga hatin', call him Joe Budden. Pussy. Cool outside and it's press button. Got that nigga mad cause your bitch fucking. Fuck it, ice trader gang. Fuck it, ice trader gang. Ice trader gang. Ice trader gang. Fuck it, ice trader gang. Ice trader gang. Ice trader gang. Ice trader gang. Fuck it. Hey, diamonds look like candy corn. Sent the chain of Melbourne. No mail, it's airborne. Camera on the chain with the flash like it's shooting porn. 5K ring, them little pointers. Tell me where you're going. Chop a scene like Anita Baker. Hand around her neck when I fuck Undertaker. If my diamonds had a voice, it would sound like Fantasia. $2 million on my jewelry, big appraisal. I'm nigga ball like DeRozan. AP Skelly fully frozen. Oh, no. White gefährlich wrist auch. Call commotion. Bit rocks on my wrist so white. Need a whole kind of love. Mein Schätzele ist nicht ganz heil, also so muss das repariert werden. Soll mal einer machen von den Pennern. Ich sag's mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der böse ist, der so traurig ist, dass der Mann weg ist. Wer ist weg? Moin. Wer ist weg, Dennis? Der Wächter. Ist er weg? Der hat irgendwann mal gepostet, dass er eine Weltreise jetzt macht. Geil. Das hab ich auch mitbekommen. Und sind hallo. Noch mehr da, Dennis, außer du? Nope. Oh. Was willst du? Mein Auto muss ein bisschen repariert werden, irgendwas hört sich da nicht in Ordnung an. Achso, für eine Reparatur kannst du auch Jörn anquatschen, ja, der da gerade reinkommt. Sag doch nicht, dass niemand da ist. Ja, ich dachte, du wolltest irgendwelche Teile, Mann. Jörn! Hallo! Was geht ab? Grüß dich! Na, wie geht's? Du musst mal bei meinem Motor gucken, irgendwie weiß ich nicht, da hört sich schon wieder was nicht gesund an, da musst du mal ein Auge drauf werfen. Von der Benji? Ja, ja. Okay. Vielleicht ein bisschen zu hart getreten, muss mal einmal ein Auge drüber werfen, vielleicht ein bisschen, was muss da gemacht werden. Klar, kann ich mir angucken, kann ich jetzt sofort gleich machen. Ja, ich gebe dir mal hier einfach den Schlüssel und dann... Okay. Perfekt. Jo, muss mir bloß nochmal den Namen sagen, weil ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Achso, ja, Cooper. Cooper, okay. Alles klar, dann fahre ich mal rein. Perfekt. Was für ein Wichser geiert da um mein Auto rum, verpiss dich. Hoffentlich geht's heute ein bisschen gechillter mit den Kopfschmerzen zu, ey. Ich hab nämlich Bock, aber wenn die ganze Zeit Kopfschmerzen sind, ey, dann macht das keinen Spaß. Ich hock dann einfach nicht.
Oh, Panzerknacker, was geht, Bruder? Und dein Freund Hummel hat gerade mit dem Zusehen begonnen. Ja, hallo. Ich kann es nur nochmal sagen, ne? Die neuen Emotes sind einfach so gut geworden. Die Marie hat so drauf. Mir gefallen die, ja. 420, Friday, High Day. Aber nur den guten, gesunden, grünen Tee. Du wartest auf dem Herzinfarkt, wie sie das sind. Jo, also sieht so aus, als hätten Marder an einem Zündkabel rumgebissen, deswegen ist der nicht mehr ganz gleichmäßig. Verdammten Scheißviecher. Jo, aber krieg ich hin. Perfekt, Mann. Wäre dann eine Pauschale von $150, ne? Ja, setz einfach Rechnung und dann zieh ich die Karte durch. Alles klar. Wunderbar, Zahlung akzeptiert. Gut, ich hole ein neues Kabel, dann mach ich's fertig. Alles klar. So, läuft wieder, ist auch wieder alles gleichmäßig. Das hört sich doch super an, Alter. Okay, ich stell's dir noch raus, dann kannst du gleich weiter düsen, ne? Jo, perfekt. Okay. Ich mag die Bennys Leute, Alter. Die machen das so gut, ne? So unglaublich gut. Hut ab. Ja, was geht ab? Dein Auto steht hier in der Hood. Ich dachte, ich ruf dich besser mal an. Wo treibt ihr euch rum? Ich bin gerade mit Jeff und dem dummen Rocky mal dem Mr. Ponix. Wir kommen gleich nach Hause. Alles klar, dann warte ich hier an der Tanke. Ja, bis gleich. Bis gleich.
wo arbeite ich? Keine Ahnung, interessiert keinen Gordon. Ja, oh, Pace, was geht? Dance, dance, dance. Bahama Mamas Foodcraft. Heute 21.30 Uhr. Oh, heute ist seine Peter oder was? Lena Fuchs. Lol, hat der Fuchs eine... Ne, der ist Fox. Hier geht nichts. Nur Scheiße. Was ist das denn? Wirklich was Interessantes steht hier auch nicht, ne? Muss man ja ehrlich mal sagen. Typ, der sich vom Müllberg fotografiert oder so. Ja, Sören voll der Sissy-Boy auf jeden. Brauchen wieder ewig. Oh shit, Soccer mit einem Resub im 7. verdammten Monat. Danke dir, Bruder. Bleiben die Penners. Ah, nein. Ah, ist irgendwas kaputt gegangen war?
Wo bleiben die verdammten Penner? Hallo, Sir. Ja. Ja, Mulder, Zweck, wo bist du? Ich habe noch ein bisschen Stoff geholt, Alter. Wir sind unten. Ja, ich bin gleich da. Bis gleich. Ich werde Cooper auflegen. Ja, leg auf. Hallo. Hallo. Also es geht ab, Jungs. Was ist da los, Kups? Was ist wohl los? Auf kurz den Steven an. Oh, okay. Auf Gran Canaria. Nicht viel, Alter. Was ging bei Mr. Phoenix? Neue Bestellung. Haben die schon wieder bestellt? Ja, aber nur eine kleine Bestellung. Haben die schon die ersten verloren, oder was? Naja. Eieiei, Amateure, Alter. Von den Koppers wollen die gestern hochgenommen. Ja. Gestern? Ach du Scheiße. Hä, und wo, Alter? Ich glaube Tikilala, soweit ich das verstanden habe. Wo haben die denn, naja, den Jubier, oder? Eben. So. Aber kurz zu der Maskenade. Gutes Geld für uns. Sollen wir kurz der Hemd fahren? Ja, ich will mir eine Maske angucken, die ich im Kopf habe von. Die ich schon sollen mal wir mit dem Chef da fahren? Ja. Komm. Sollen wir dann auch direkt das machen, alles? Können wir? Okay. Ey, kannst du demnächst mal gucken, Curtis, ob du noch so ein Tuch bei dir in der Bude rumliegen hast, Mann? Ja, hab ich. Auf jeden Fall nochmal zu einer Bankschalter auch. Ja. Ich sitze vorne. Okay. Bankschalter muss ich auf jeden Fall. Können wir da oben eine Tankstelle machen? Ja, ja, genau. Ihr kleinen Penner, jetzt so ein Chef nicht da ist, ne? Regel Nummer 1, der Furz macht im Fenster runter. Es wird weder geraucht, noch gegessen, noch getrunken. Und, ey, nicht... Pushbait. Ihr scheiß Mahnen. Rauchen ist doch in Ordnung, oder nicht? Wenn ich einmal Asche sehe in meinem Auto, drin, ne? Dann kauf dir mal was Hautmilch. Du bist nämlich ziemlich aschig. Kauf dir selber Hautmilch. Pattaya. Öl dich mal ein, du. Öl du dich ein. Hey Jeff. Ja. Warum dürfen wir nichts essen und nichts rauchen, wenn du dabei bist? Ich bin auf Fasten, Bruder. Ach so, Mann. Schon bald Ramadan? Ja. Ich muss später den Ziegel schlachten. Und den Blut lutschen. Was? Was? Das machen die gar nicht. Ja, aber ich. Blood Rave, Alter. Blood Rave. Tanz auch immer auf den Gräbern und so. Also, was sagt man? Alter. Wir
spiele abends immer mit den Sensemann, dem Mau Mau. Oh oh. Was? Was? Pattaya, Pattaya. Das ist die schwarz-silber Rocky, guck mal. Was? Das schwarz-silber hier? Meine Maske? Nee, keine Maske. Achso. Jetzt? Ja. Schwarz-silber, ne? Ja, schwarz-silber, ja. Okay, ja, passt gut wegen dem Weiß. Ist okay, der Maske, oder? Cool, jetzt guck mal. Hallo, du siehst aus wie ein Undertaker. Den Chokeslam. Das sieht gefährlich aus, ne? Ja. Wegen den Dreadlocks und so, weißt du? Aber Nacken ausrasiert, oder? Nee, ich hab den da hochgestopft, damit man mir auch Nackenklatsche gibt, wenn da ein Mücke sticht. Ganz schön intelligent, man. Intelligent. Ist ja auch der Jeff. Okay, komm. Weißt du dann, weißt du, wo den. Nein. Okay, da muss ich jetzt sagen. Ja. Was zum Teufel macht der Typ da? Bin ausgerutscht. Mach nicht den Tür kaputt. So, pass auf. Wir müssen jetzt. Siehst du, da unten, wo vorher Walkers und so war, ne? Ja. Da ist doch eine Insel, die so links quer abgeht, die dann auch so nach unten quer so abbiegt, ne? Ja. Genau da müssen. Da, genau in diesem Stück, da ist. Am unteren Teil so einmal so eine kleine Straße, die so eine Kurve geht, eine ganz kleine. Ich fahr einfach dahin. Ja, okay. Ja. Und dann. Was machen wir, Alter? Ja, wir wollen dann jetzt den scharfen Sachen. Ach so, ja, aber den Drankast. Please hold the line. Voll den nice Wetter heute hier in Los Santos. Was ist da los? Aber ich hatte vorhin irgendwie das Problem, dass wenn die Sonne so richtig hardcore am Strahlen war, dass das Bild so geflackert hat. Ich glaube, das Problem hatte Curtis letztens auch, ne? Scheiße, Mexikaner, bitte. Aha. Puerto Rico. Jetzt hier links, auf die linke Spur halten, links geradeaus praktisch. Hier weiter. Und langsam. Hier links rein. Kannst du da bis zum Ende fahren, ja. Genau. Ja, haltet die Augen offen. Ich gehe overwatchen.
In Unicorn. Wo ist Wacky? Weiß nicht. Hallo? Damn, son. Nicole, vielen lieben Dank für den Reset beim zweiten Monat. Ja, ja. Oder soll ich den sofort anrufen gleich? Pack das Ding jetzt erstmal ein und dann rufst du an. Der soll bloß wieder auf seinen Schatten achten. Ne? Mhm. Warte jetzt. Der meint ja, der wird ja gesucht wahrscheinlich. Die Cops haben sich anscheinend ganz schön auf die Docker abgesehen in der Zeit, wo wir nicht so aktiv waren. Haben sich jemand anders zum Spielen gesucht. Wo könnte man sich denn treffen bei dem? Obwohl, das geht ja eigentlich ruckzuckel, ne? Ja. Aua! Hey, das passiert dem Besten. Bei der unteren Garage im Osten? Ja, auf jeden. Einfach in der Hintergasse oder so. Ja. Wo wir uns da schon mal auf dem Dach alle versammelt hatten. In diese Gasse oder so. Komm, und wir zeigen voll Cooper, wo wir stehen. Sobald er da hinkommt, steigt Cooper ins Auto ein und sagt ihm, wo der hinfahren soll. Ja. Machen wir so. Was war der Preis? 33.500? Ich habe auf 33 Grad gemacht. Waren 200 jetzt wieder gemacht. Also 33.000. Ja, ja, genau, glatt einfach. 33k. Das Huhn. Ja, die Cops ist aber ganz schön auf die auch abgesehen, oder? So oft wie die schon durchsucht wurden auch. Ja, so wie die stinken. Das ist es halt, wenn man nach Pisse stinkt, ja. Penny aus. Versucht. Oh, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, was für Deals die da gemacht haben mit den Nappers genommen. Kann gut sein, dass die Koppers denen da bewusst auf den Sack gehen. Ja, bei den Koppers sind bei den Nappers Kindern nicht so. Ja.
Boah, wenn die Deals mit den Kuppers machen, ne? Machen die auf jeden Fall. Ist halt nur die Frage, was für Deals. Also meine Meinung, dass die das auf jeden Fall machen. Ja, wir könnten an die Infos drankommen, aber dafür müssten wir selber Deals mit dir machen, aber niemals, Alter. Scheiß auf die Drecks. Ah, Alter. Ich ekel. Ich dachte damals schon, ich hätte ein Problem mit Schlager und Kruger und all denen, ne, aber manchmal vermisse ich die. Weil was da jetzt mittlerweile im PD sitzt, Alter, da bin ich Kotzreiter. Pan ist doch voll in Ordnung, Alter. Und ich mache Sexspiele mit Natursekt und so, ne, also. Ich bin eigentlich ziemlich abgehört. Was haben wir jetzt bezahlt für den, bei den Ruskis? Knapp 20 Riesen, warte. Ja, 19.700. Also 11.000, ne, gar nicht. 13.000, so knapp, roundabout haben wir gewonnen. Weißt du, wie lange du arbeiten musst dafür? Ja. Geht voll klar, Mann, für so eine kleine Bestellung so knapp. Also 12.000, 13.000, oder? In, Mann. Ja, die sollen, viel Geld. Wenn uns das mehr Geld in die Kasse spült, die sollen trotzdem aufpassen. Ja, ja, klar. Also. Wenn auch nur einer von denen quatscht. Okay, die können uns das eh nicht beweisen, ne? Die müssen uns erwischen mit dem Waffen. Eben, wo du am Telefon warst, meinte ich auch zu dem. So, ich gehe davon aus, dass der seine Jungs unter Kontrolle hat und dass da keiner mit Bullen kooperiert. So. Also. Ich bin da schon klar gemacht, dass er da drauf achten soll. Ja, und falls aber das macht er schon, Alter. Der kriegt das schon hin, Mann. Falls sie gebumst werden, geben wir einfach den Napas-Kindern die Schuld, weil die scheiß Körperspitze sind. Ja! Pack die Napas-Kinder! Hallo, Mr. Phoenix! Sie haben ihr Handy vergessen. Wollen Sie es wieder haben? Der PIN-Code war 33 und K, ne? Ja. Wann haben Sie Zeit jetzt gleich? Ja, das können Sie ja danach machen dann. Das ist nicht gut. Die östliche Garage unten. Die östliche Garage unten. Im Osten, die in der Stadt. Fällt jetzt schon ohne so. Was zum Teufel war das? Ja. Und keinen Schatten werfen, bitte, ja? Pattaya, Pattaya. Oh, bei einem Western? Ach, im Western. Ach so. Da ist viel Verkehr, ne? Aber man kann sich ja da. Wer dann am Empfang? Oh.
Wow, was ist hier denn los? Hier sind Mexikaners. Alter, ist ja eklig. Da muss der Mr. Jack sein, ja. Der Jeff vom Wald hinzugucken. Damit er gar nicht, falls die Coopers kommen, in Verbindung gebracht werden. Ja. Wie schnell fährt dein Auto, Cooper? Meins? 240, 250, wenn du weißt, weißt ja, ne? Für die Antwort. 230, 240 so. Okay, dann fährst du mit Jeff. Ihr beobachtet das einfach nur dann. Alter, seit wann haben die Mexikaner sich da hinten denn so vermehrt? Wie viele sind da? 4 Stück, die auf dem Dach chillen und einer fährt da mit dem Fahrrad rum. Sorry, du. Scheiß Pendejos. Paco Fresser, hast du bestimmt Carlos Cousins oder so. Ja, Mann. What the fuck? Also jetzt gleich treffen mit Mr. Phoenix. Oh geil, lecker Schmatz rein. Ja, durch das Tuch. Wir haben im Westen bald diesen Beach Club. Kennst du den noch? Ja. Wenn man da den halt den diesen Schnellstraße fährt. Ja, da in der Kurve, ne? Ach der. Bitte ab, Alter. Ja, da in der Kurve, der Beach Club, ne? Ja. Ah. Ja. Kriegen wir hin. Ich hab das jetzt nicht. Was war? Was ist los? Wir fahren im Westen zu dem Beach Club. Alter, der Restart Alert ist ein bisschen laut, ne? Ah, okay. Aber danke, Magnetschild, für dein Restart im zweiten Monat, jo. Okay, sollen wir losfahren? Ich fahre dann mit Rocky mit dem Auto. Jo, alles klar. Okay, schau dir den Auto. Alright. Was hast du da gemacht, Rocky? Ich hab dir dein Ohr gepfiffelt. Wichser. Das für ein Fahrrad, ey, man. Aber da war ja gerade nichts, ne? Doch, doch. Habe ich doch eben gesagt. Da hinten bei den Mexikanern, Alter, die haben sich voll vermehrt. Ach so, okay. Hier auf dem Dach und einer, der da mit dem Fahrrad rumfährt. Ah, okay. Was? Wir fahren den jetzt einfach nach erstmal, oder? Naja. Falls ihr mal einen kleinen Beifahrer Kopfschmerzen bekriegen sollte und aus dem Auto steigen muss, ne? Ja. Lass ich den stehen und fahr weiter. Alles klar. Nein, wo kommen wir, damit du Bescheid weißt? Was denn? Falls du Kopfschmerzen kriegen solltest und aus dem Auto gehst. Ja. Um dich kurz hinzusetzen draußen an der Straße, fahr ich trotzdem weiter. Kann das mal. Ich rufe dich dann an und du rufst mich dann an, wenn es dir besser geht. Jupp. Yep. Ist heute Abend auch feiern? Ja, heute ist Fete, ne? Ja, der König will da hingehen.
Wer legt da auf? Dieser Lelok. Der uns da mal die Info gesteckt hat wegen dem TJ, dass der immer noch schlecht redet. Und so. Ja, ja, vielleicht mal angucken. Gehst du dahin? Nee, nee. Ich stelle mich dann wieder auf meinen Couch da. Krieg heute den Besuch von der Katharina. Was kriegst du? Den Besuch, den Frauenbesuch. Ah. Eine Katharina. Verstehe, verstehe. Hab ich schon mal, glaube ich, erzählt gehabt von den Tiki-Lala. Mhm. Dieser komische Rocker da. Oh, das sieht irgendwie komisch aus, wie der vor mir fährt, Alter. Ich glaube, die Ja, ne, oder? Ich ja, ja. Wieder voll rein, Alter. Aber ich weiß nicht, was ich eben für einen Skunk geraucht habe, aber ich sehe das auch. Ja, ne? Ne, aber mir kommt auch so vor, als ob ich hier drin in diesem Auto irgendwie komisch fahren würde. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber das hatte ich eben auch, als ich Beifahrer bei Curtis war. Das ist irgendwie ganz komisch, Alter. Wir müssen mal unsere Dings, unsere Ernte überprüfen. Da ist ja was nicht gelaufen. Ich glaube auch, Alter. Ohne Witz, ey. Hacken wir rechts, ja, oder? Ja. Dass hier noch nie so eine Fete war. Wobei, wir hatten noch nicht den krassen Sommer hier, ne? Ja. Also hier wollte doch Charlie auch mal irgendwie machen. Dann kam, glaube ich, auch dieser Kurt de Mari, der wollte auch hier mal was machen. Ah, ja, irgendwie war hier mal was in Planung. Ja. Und ich weiß, dass im Sommer hier und da mal so Feten waren, wenn Luna immer hingegangen ist. Ja, ich chill hier vormittags hin und wieder mit dem Gibbet, weißt du, und guck den Damen da zu, wenn die am Tennis spielen sind da hinten. Aha, den Volleyballs und so da, ne? Ja, ja, auch, am Alter, Strand dann richtig auch. Gut. Aha. Sag mal, müssen wir dann da hingehen, dann werfen wir uns den Football zu und dann aus Versehen da rein und so. Aber ich freue mich, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf den scheißen Winter. Und den Kälte, den Regen und so. Auf jeden, aber Wetter ist schon besser geworden. So. Ja, ist echt besser geworden, ne? Aber ich brauche den California Sunstyle, Mann. Ja, auf jeden. Die Sonne, die ballert. Dann schmeckt der Jay auch viel besser, dann knallt er richtig. Bin heute auf jeden Fall wach geworden, Alter. Mit so einem Go-Postal-Wagen. Ja. War wieder irgendwo auf Turn-Up, Alter. Bin dann wohl hinten in so eine Karre reingejumpt, Alter. Okay. Haben die mich da erstmal rausgetreten, weil ich da zwischen den Paketen lag, Alter. Bei uns ist heute auch schon lang so ein besoffener Polanski in so einem Postel-Dings und ist fast in die Karre reingefahren. Ja, mir kommt vor, als würden da richtig viele arbeiten, Alter. Ja, eigentlich mal wieder den Parkservice aufmachen. Niemand hat so viel Cash gemacht damals schon, Alter, wie wir. Ja, Mann.
Rockers brauchen wieder ewig, Alter. Also, wenn die keinen Schatten werfen, dann ist das okay. Ich bin ungeduldig, ich hab noch nicht genug Pillen heute genommen, weißt du? Immer ein bisschen. Sprung, Alter. Geil. Geil. Okay, und das war schon ein heißes Gerät, ne? Ja. Hat auf jeden Fall rasiert in den Clubs, man. Neue Twitch-Community-Richtlinien. Ich muss jetzt immer nett zu euch sein. Also, Yaki, sei doch nicht so doof. Who's that? What's your name, bro? My name Ashley, nigga, Ashley. What's your name, baby? Shit. Hey. Man, your girl just blew my whistle. Go ahead, cry or go some tissues. I ain't even trying to diss you. Since I met her, she don't miss you. No, swear to God, she blew my whistle. Whistle, whistle, whistle. Swear to God, she blew my whistle. Whistle, 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 whistle. I'm tired of niggas acting like it's me to blame. Control your hoe, cause on her low, you know she love the name. Boah, bei dem Einhorn fällt mir das echt schwer, ne? She ready, set, going off that Novocaine. See, I ain't with that baby mama drama. She know she'll never get to meet my mama. No. Go deep in that water, I feel like Osama. Like Osama, hit it, then I pass it to my pot. Like what? Like marijuana, man. This bitch want me to go in all the way. Had a crossover just like Penny Hardaway. Young ring of them slipping, bitch, I'm pimping wide awake. Never, ever, ever will I give my heart. Erst ab den 19. Okay, Jackie, dann halt deine dumme Schnauze einfach, Alter. Du hast doch gar keine Ahnung, ey. Mit deinem 14 Jahren, Alter. Werd erstmal erwachsen, ja? Kannst froh sein, dass du hier überhaupt teilnehmen darfst mit deinem pubertierenden Verhalten. Motherfucker. Ja, aber ich kann dich auch einfach timeouten, glaube ich, Unicorn. Geht das? Ah, tatsächlich. Can't smell that. Put 100 bands in a duck bag. Pull up in the ghost with a roof at. Gucci from my toe to my do-rag. Gucci. Walk in my Phantom. Ooh. Came in a two-door Phantom. Huh? Walk in my Phantom. Lil Purr really got a bands up. Lean in my Phantom. Walk. Came in a two-door Phantom. Walk, 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 walk. Walk in my Phantom. Walk. Came in a two-door Phantom. Lean in my Phantom. Came in a two-door Phantom. Walk in the family, came in a two-door family. Walk, 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 walk. I don't want friends, I want out. Yo, bitch, you're giving me top. Lil Bridget came in a Mazda. Ja, direkt was ballern, ne? Yo, get the worst
straight from Mexico. Got a foreign bitch, do a lot of coke. As you count money by the peso. Down on that end, look like little like shot. Gucci gang, fuck twin sisters. When I get a tag, yeah, they call me Mister. Call her Mary Kay, wanna fuck her sister. They like dance for a purr, how you do that? Use a pole on a track and you kill that. And you thought you had the salt, but you spilled that. Put 100 in the safe like a Chase bank. Nigga run up on me, see my bad side. Got a bad bitch in the back side. All the water on me like I'm baptized. If you switch up on the gang, sing on that side. Bitch and Lil Perk do a lot of fraud. Big road running, crack a lot of car. Go to Sad Fist, spend like 30 bands. Walking out of Gucci with a Louis bag. Swinging on thought, can you smell that? Put 100 bands in a duff bag. Pull up in the ghost with a roof at. Gucci from my toe to my do-rag. Walk in my Phantom. Ooh, came in a two-door Phantom. Huh? Walk in my Phantom. Lil Perk really got a bands up. Lean in my Phantom. Came in a two-door Phantom. Lean, walk in my Phantom. Came in a two-door Phantom. Lean in my Phantom. Came in a two-door Phantom. Walk in the Phantom. Came in a two-door Phantom. Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, all engine running. These niggas hurt. In the cut when you broke, but they all in your face when they see you getting dough. These niggas hurt. And these bitches lurking too, only thirsty when they see you overflowing with the juice. These niggas lurk. I can't trust nobody, no. Nowadays, I got my eyes open, looking left, looking right. All these fools in my face, they smiling, acting very nice. I ain't got problem with them, but that don't mean that I ain't watching. Catch me slipping, I formation passing. That is not an option. Try to take me out to eat at all these expensive places. When a jet come, they use company cards as the payment. That ain't your shit, nigga, that ain't your shit. Reason when they think that I am done, I order more shit. That lobster for the gold shit. Everybody wanna join my circle now. Oh my God, don't nobody see me as a Urkel now. That's a square, that was what they used to call me last year. Bet they only love me long as all my money lasts. Jesus. Yeah. In the cut when you broke, but they all in your face when they see you getting dope. These niggas hurt. And these bitches lurking too, only thirsty when they see you. Weil ihr wisst ja, hier wird nicht gedrollt, ne? Hier wird nicht gedrollt. Motherfucking friends could have bought an education, but instead I bought a Benz. And no college ain't for me, and no business dick ain't free. If you wanna ride this totem, you gon' have to pay a fee. All my niggas is screaming the same thing. Free my bro in the chain gang. Group is lush chasing out the nuts. They'll fuck you if you got enough fame. Fuck one saint, call her back. She ain't get a dime on my real name. You paid the fuck, you a real lame. Paper over pussy, that's real game. You got the juice, them hoes gon' fuck you every time. All my niggas really ballin', that shit fucking with your mind. All them diamonds in your room. Pattaya, Pattaya. Das will ich dann im Sommer hören, wenn wir am Volleyball spielen sind, Alter. Ja. Easy, so nice. Da haut der Dimi den Resub im siebten raus. Was geht ab? Dimitros. Bratko. Alles fresh. Pattaya. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Rufst du den Curtis mal an? Ja. Wer ist das? Okay. Und Phoenix sollte. Let me get the
can you trust? Do you have the heart to see your lips before you bust? My name is spoken on the tongues of so many foes. Busting motherfuckers out the box, I ain't even go. Now how the hell do you explain my claim to fame? From doing flicks to busting tricks out the fucking frame. Got these bitches on my job, niggas on my block, jealous ass. Bring die ganzes Auto aus mit, Alter, aber das ist so. Ein Auto reicht, 30 Leute. Warte, nochmal, wie bitte? Alles klar, kannst du los angucken. Fahren wir überhaupt hin in die Hood, oder? Ja, erstmal.
So random Typ hier einfach vorbei. Jefferson. Hallo? Hallo. Haben die gerade Cops, Alter? Nee. Hallo? Was? Hi. Ihr seid nicht zufällig im Tiki-Lala, oder? Nee, warum? Da ist Feuerwerk. Feuerwerk? Mhm. Was geht da für ein Feuerwerk? Kein positives? Aber wer gegen wen? Keine Ahnung, die Polizei ist nur gerade eben da. Hingeschossen, okay. Also hier war bei uns vorbei und wir haben gerade einen Anruf bekommen, dass im Tequila-La Party geht, also Feuerwerk-Party geht. Also ist heute keine Party? Ja, bei uns ist Party, bei Mama ist es ruhig, hm? Ach so, Tequila-La, ah. Ja. Ach so, nee. Alles gut. Ihr seid, alles klar, gut, okay. Außer dein, peace. Bis dann, tschüss. Charlie ruft mich an und sagt, dass beim Tequila La Feuerwerk ist. Wird geballert. Jo, ja. Unten im Kreisel. Tequila La ist gerade Ballerei, ne? Ja, ja. Diese ging ja wohl dann direkt los, Alter. What the fuck? Und da standen gerade echt keine Cops, Alter. Was habe ich denn schon wieder gesehen? Also, ich habe nur so einen Typen gesehen, der über die Straße lang gelaufen ist. So einen alten Typen. Ich habe halt eine Polizistin gesehen. Ich glaube sogar, das war die Iran, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Oder diese komische Zeitung da. Ja, die Charlie sagt jetzt zu mir, am Tequila La ist Feuerwerk, aber... kein gutes und die Cops sind da gerade alle auf dem Weg hin. Auch vielleicht haben die deswegen irgendwie, weil die standen direkt da, wo du geparkt hast eben, ne? Wo ich eingestiegen bin. Also so praktisch davor mit einer Karre. Und dann hatte ich aber direkt wieder den Kopfschmerz, ne? Ich dachte so, die wollen mich befragen oder so. Kam mir schon komisch vor, aber wenn da Schießerei ist, dann wollten die bestimmt checken, was da rumläuft, ne? Ich würde ja gerne mal mit dem Motorrad da gleich einmal schnell vorbeifahren, wa? Was da abgeht. Ja, mach das doch. Park schnell Karre ein und mach da mal. Weil Curtis und so, die kommen jetzt direkt. Ich warte dann hier. Ja, ich muss öffentlicher einparken. Ja, ja, alles klar. Okay, Mann. Pass auf dich auf, ne? Ja, easy going. Ghost Rider, Mann. Wow, was ist denn das für eine Verarsche? Ich hatte heute hier mein Motorrad hingestellt und es ist einfach nicht mehr da.
Ah. Aber nicht mit dem Helm. Oh ja, ich sehe gerade Frame Drops. Das war close. Danke, falls sie mir hinterherfahren. Gucken wir mal, was mit dem Internet los ist. Yo, Dom, grüß dich. Ja, keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich stell mal kurz um, so lange. Moment. Gleich wieder da.